Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Handelstag hinter sich. Der DAX startete noch etwas verhalten, zog dann aber schnell kräftig an. Am Ende lag er bei 15.691 Punkten. Das ist ein Plus von fast 0,9%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, wie geht's denn heute weiter? Was sind denn die Vorgaben für den DAX? Ja, gestern hat der DAX es ja geschafft, bis 50 Punkte ranzukommen an seine Allzeithöchststände. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass heute der letzte Handelstag im zweiten Quartal ist, somit vom ersten Halbjahr, aber eben auch des Monats. Window Dressing ist also angesagt. Und wenn man jetzt schon mal etwas Bilanz zieht, dann ist dieses erste Halbjahr mit einem Plus von 14% in etwa doch wirklich gut gelaufen. Von daher stellt sich die Frage, geht das im zweiten Halbjahr tatsächlich so schwungvoll weiter oder wird man dann so ein wenig zurückhaltender werden? Die Quartalsberichtssaison, die dürfte auf jeden Fall der nächste Impulsgeber sein. Bis dahin dauert es aber noch einen Augenblick und somit heute der DAX wohl erst einmal stabil rund um die 15.700 Punkte Marke heute hier erwartet. Und wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann sehen wir beim Nikkei als auch beim Shanghai Composite moderate positive Vorgaben. Beim Hang Seng geht es moderat nach unten und beim DAO war man zeitweise eigentlich ganz gut aufgelegt. Diese Gewinne, die sind aber im Handelsverlauf verpufft und am Ende dann nur noch ein Plus von 0,03%. Vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Adidas. Die Adidas-Aktie ist in den vergangenen Tagen förmlich nach oben geschossen. Unterstützung gab es in Form starker Zahlen des Wettbewerbers Nike. Gestern markierte das Papier von Adidas ein neues Allzeithoch. Aus technischer Sicht ist der Ausbruch allerdings noch nicht nachhaltig. Trotzdem sollten Anleger zunächst drei Zielzonen auf der Oberseite ins Auge fassen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.